Willkommen zurück zu einer neuen Folge Ravenfield. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Ravenfield-Video bewertet haben. Wir spielen natürlich immer noch die Early Access Version, Version Nummer 1, und wir gehen hier direkt in die Instant Action und jetzt wählen wir gemeinsam den Eistempel. Ja, so sieht's aus und wir nehmen uns einfach mal 100 Bots. Erstmal nicht so viele, denn wir wollen heute ein bisschen die Karte erforschen und dazu dürfen wir nicht so viele Bots auf der Karte rumrennen lassen. Und ja, wenn ihr mehr sehen wollt von Ravenfield, natürlich bewerten, auf geht's in die Schlacht. Welche Waffe nehme ich mir denn heute? Ich glaube, ich nehme mal die hier mit, obwohl ich liebe ja die Quicksilver. Eine Runde Quicksilvern, eine Runde Quicksilvern. Und ich würde ganz gerne mal hier in den Panzer springen, denn auf der Karte gibt es sogar einen Panzer und die Steuerung ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Da muss man sich erstmal so ein bisschen reinfuchsen. Besonders hier umschwenken mit dem Panzer ist gar nicht mal so leicht. Also, ah, rum mit der Mutti. Johnson, komm schon. Aus dem Weg, Johnson. Aus dem Weg. Oh, Johnson, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ich wollte niemanden überfahren. Kommen wir hier den Hügel hoch? Ja, der Panzer, der kriegt das hin. Die blaue Armee. Wir werden heute gemeinsam siegen. Rot ist schon wieder am Führen. Rot hat natürlich direkt hier einen Punkt eingenommen. Warum ist Rot immer so abgefuckt mies unterwegs? Da komme ich doch niemals mit einem Panzer durch. Egal, ich lunze hier einfach mal rein. Einfach mal schön reinlunzen. Oh, blau dominiert. Und irgendwo hier auf der Karte soll es einen Wasserfall geben. Und auf diesem... What the fuck, wir brennen jetzt schon? Alter, wer hat mir so gegeben? Oh, der Panzer zerreißt mich hier. Und auf diesem Wasserfall soll es auch eine geheime Karte geben. So, Quicksilver Power. Der Punkt gehört uns. Endlich. Endlich ist Blau mal hier ein bisschen am Dominieren. Ey, scheiße, wie gut die Bots treffen. Scheiße, wie gut die Bots treffen. Also, wir sollen einen Wasserfall finden. Das da hinten ist rein theoretisch noch ein Wasserfall, oder? Ich meine, tiefgefrorener Wasserfall. Wir sind ja hier auf einer Eiskarte. Irgendwo hier bei so einem Wasserfall soll es eine geheime Waffe geben. Folge dem Fluss und du findest die geheime Waffe von Shangri-La. Geheime Shangri-La-Waffe. Das Eis kann man leider nicht zerstören. Ist leider nicht drin. Oh oh, hier drüben geht's rund. Was sagt denn die Karte? Wir haben hier den Tempel noch nicht. Wir müssten unbedingt den Tempel erobern. Ey, meine Jungs sind drin. Blau ist im Gebäude. Jemand hat geschrieben, wir sind gar nicht Amerika. Nein, wir sind gar nicht Amerika. Wie kann das sein? Ich habe natürlich nur rein fiktiv gesagt, wir sind Amerika. Ich habe nie gesagt, wir sind definitiv Amerika. In meiner Welt sind wir Amerika. Aber auch nur in meiner. Sonst sind wir Team Eagle. Und ich weiß, nicht nur Amerika hat einen Adler als Wappensymbol oder als Symbol der Landesflagge. Es gibt auch andere Länder, die den Adler missbrauchen. Dieses stolze, edle Tier. Boah, schön hier mit der Bazooka reingefetzt. Ey, wir sind so am Dominieren. Es könnte diesmal wirklich ein Sieg für uns werden. Das sieht gut aus. Das sieht diesmal gut aus. Granate raus. Total unnötig, aber trotzdem. Zack, kann ich hier durchwerfen? Alter, Skilly Vanilli. Kommt schon, Jungs. Wir nehmen es ein. Haben wir es eingenommen? Nein. Aber fast. Beinahe. Vorsicht, 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 Vorsicht. Ich bin dran. Ich bin dran. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Wahnsinn. Wie schnell ging das denn, bitteschön? Ja klar, natürlich. Wir haben hier den Sarg. Den Sarg vom Kaiser. Der Kaiser von Tibet. Aber wo ist dieser Wasserfall? Wo ist dieser ominöse Wasserfall? Die Karte ist auch relativ groß, finde ich. Die wirkt erstmal so klein, aber die bietet schon einiges. Hier drüben ist ein Wasserfall. Hier drüben ist... Ich gehe jetzt noch zu diesem Wasserfall hin. Und dann machen wir noch eine Runde. Natürlich, natürlich gibt es ein Rematch. Ist ja ganz klar. Wow. Wow, okay, mir geht's gut. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Leute, Johnson, komm schon, hilf mir auf.
Okay, alles muss man selber machen. Niemand hilft dir dabei. Das ist ein Wasserfall. Das ist definitiv ein Wasserfall. Was ist, wenn ich hier runterspringe? So ganz vorsichtig. Alter, hier drüben ist ja wirklich irgendwas Geheimes. Ich bin John Cena. Was kann ich damit machen? Lawinen auslösen? Ich kann sie besinern. Alter, wie cool ist das? Behalte ich die jetzt für immer? Ich meine, ich muss ja irgendwie wieder nach oben kommen und ich kann wahrscheinlich hier nicht nach oben klettern. Also, hier nochmal für alle auf der Karte, hier unten bei dem Wasserfall. Ne, ich komme hier nicht hoch. Beim besten Willen, ich komme hier nicht hoch. Ich muss jetzt irgendwie, ich muss den Yeti suchen. Ich muss den Yeti suchen. Aber hey, ich habe die John Cena Tröte gefunden. Aber ich glaube nicht, dass ich die jetzt für immer behalte, oder? Alter, wie weit kann ich denn hier in den Schnee rennen? Ich will doch nur sterben. Moment, ich habe eine Idee. Okay, ich bringe mich jetzt um. Und dann teste ich die John Cena Tröte. Ich lebe noch, aber ich habe noch Munition. Keine Panik. Keine Panik. Sergeant Blue Bucket wird sterben. So, jetzt schauen wir mal, ob ich die Tröte hier noch weiterhin... Habe ich jetzt irgendwo hier drin? Yes, ich hab sie. Ich kann sie hier auswählen. Kann ich jemanden besinern? Kumpel, warte auf der 3. Okay, das Ding ist schon witzig. Was aber richtig geil wäre, wenn ich... Oh, der lächelt sogar. Wenn ich eine Lawine damit auslösen könnte, dann wäre es irgendwie super nice. Na, Kumpel. Okay, Rematch. Wie man unschwer erkennen kann, wir besitzen noch die Tröte und wir werfen uns direkt hier rein ins Getümmel. Ich will den Panzer. Komm, gib mir den Panzer. Noch einmal ein bisschen Panzer-Action. Alles klar, Jungs. Mit dem Panzer zum Sieg. Ich überfahre gerade meine Leute. Ich weiß, aber ich habe keine andere Wahl. Sie zwingen mich regelrecht dazu. Kann ich nicht hier mal rum? Ich gehe mal hier rum. Auf der Seite waren wir noch nie. Also, wir besitzen die Tröte und ich habe schon gesehen, auch auf anderen Karten kann man super geheime Superwaffen finden. Ob die Tröte jetzt eine Superwaffe ist, sei mal dahingestellt, ich weiß es nicht unbedingt. Aber wenn ihr haben wollt, dass wir auf der anderen Karte oder auf den anderen Karten auch die super krassen, super geheimen, super Geheimwaffen supermäßig finden, dann schreibt es in die Kommentare rein und ja, eine Bewertung wäre auch ganz lieb. Dann schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. So. Mit dem Panzer bin ich jetzt mal schön hier rumgefahren. Bis jetzt weiß noch niemand, dass ich hier bin. Oh doch, die wissen's, die wissen's. Oh fuck, die schießen da oben rum. Aus dem Tempel. Schüsse aus dem Tempel. Johnson! Verdammt, Johnson! Wir müssen den Tempel kontrollieren. Wow, wow, ich muss raus, ich muss raus, ich muss raus. Das Ding explodiert, aber ich habe meine Tröte. Ich habe jemanden getötet mit der Tröte. Oh, Tröten! So! In dein Gesicht! John Cena! Tröte! Party! 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 Oh, das Ding ist ja super nice. Ah, oh, ich bin Rambo! Und ich bin tot. Ich bin super tot. Ich habe die Waffe noch nie richtig getestet, deswegen testen wir sie jetzt. Ich glaube, das verlieren wir sogar, denn Rot ist irgendwie am Dominieren. Erstmal schön hier einen reingezwiebelt. Ich muss den Tempel einnehmen. Wenn wir den Tempel besitzen, dann besteht Hoffnung. Dann besteht wahre Hoffnung. Das Miese ist halt, irgendwann visieren dich diese ganzen Spastis hier an. Entschuldigung, ist aber so. Und dann gibt es kein Entkommen, dann zerlegen die dich. Alles klar, ich muss erstmal hier so von der Seite. Von der Seite ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Noch fühle ich mich gut. Der da vorne, der zum Beispiel, der dreht sich auf einmal rum und bumm, bin ich tot. Bumm, wird hier einer versenkt. Wie bin ich gestorben? Wie bin ich eben gerade gestorben?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. Aber die Tröte wird uns nicht retten. So viel zum Thema super krasse Superwaffe. Habe ich eben gerade da oben komplett einmal alle weggefegt? Ich glaube schon. Ja, das ist eigentlich ein ganz cooler Move, den wir hier abziehen. Ich glaube, der Panzer. Der Panzer ist der Schlüssel. Mit dem Panzer könnte man eventuell sich da durchquetschen. Boah, wahnsinnig viele Gegner. Einfach nur wahnsinnig viele Gegner. Alles klar, wir spawnen hier und gehen da oben hin. Ich muss da oben den Punkt einnehmen. Jungs, Team Blau, America, America, fuck yeah, what you gonna do if we come for you? Oh, wir verlieren, wir verlieren, wir verlieren. Wir haben keine Chance. Wir müssen den Tempel von Shangri-La. Der Tempel von Shangri-La, er muss eingenommen werden. Da oben steht schon wieder einer. Alter, Alter, am MG. Habt ihr es gerade gesehen? Johnson am MG. So. Durchladen. Oh Gott, woher kommen die auf einmal alle? Die wissen doch, was ich hier vorhabe. Kann mir doch keiner erzählen. Guck mal, der eine hier mit der Shotgun auf 1000 Meter. So, hier die Beine weggezogen. America. Ey, das sind zu viele. Das sind einfach zu viele. Das sind einfach zu viele. Wo ist mein Team? Wo ist mein Team? Tröte. Und jetzt schnell hier. Zack. Zack. Die dürfen nicht. Die dürfen nicht überleben. Oh, ich bin allein. Gegen einfach alle. Da kommt der nächste. Ich brauche Unterstützung. Team Red. Er will aufstehen. Mir geht die Munition aus. Ich habe keine Munition mehr. Yeah. Ich schieße in den Rücken. Wow, wow, Vorsicht, Vorsicht, Johnson, Vorsicht. Oh, ich habe meinen eigenen Mann erschossen. Alter, wie die hier spawnen. Wie wahnsinnig schnell die hier spawnen. Ich brauche eine andere. Ich nehme die hier mal mit. Und ich glaube, hier nehme ich mir mal so ein Munitions- und Lebensenergie-Bag mit. Ein Baby-Bag. Ein Power-Baby-Bag. Panzer. Ich brauche einen Panzer. Aber der Panzer ist auch so schnell Schrott, weil die haben alles. Die haben Raketen, die haben Cokes und Nutten. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Irgendwo da drüben ist eine Bar, an der Cokes und Nutten serviert wird. Ich gehe sehr stark davon aus. Komm schon, wir müssen die Festung einnehmen. I believe. I believe in America. Oh oh, oh oh, wir sind so gut wie weg. Oh Gott, wir haben so gut wie keine Punkte. Nein, ich war so nah dran, das gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht. Tröte. Stirb. Party City. Ach, komm schon. So, bis das Trommelfell heraus. Spritz! Nein, 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 das war's. Wir hatten keine Chance. Wir hatten einfach keine Chance. Ich würde sagen, diesmal war es zwischen Rot und Blau ein Unentschieden. Einmal haben sie gewonnen, einmal haben wir gewonnen. Aber am Ende habe trotzdem ich gewonnen, denn ich bin der Meister, der die Tröte gefunden hat. Und mit dem Airhorn konnte ich wenigstens Party machen. Party im John Cena-Style. Und wenn ihr da draußen noch eine Folge sehen wollt von Ravenfield und den geheimen Superwaffen, dann schreibt es in die Kommentare, lasst dem Video einen Daumen da und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen und natürlich auch für die Unterstützung. Und... Tschüss!